Hi, liebe Leute, ich bin's wieder. Und ihr wisst, Willingen ist schon lange so mein Heimrevier, zusammen mit Winterberg und Olsberg. Hier wohne ich halt und habe viel Spaß auf den Strecken. Man kommt im Bikepark und natürlich hier auch nicht drum herum, man hat viele Tables. Und gerade jetzt Leute, die sagen, manche Tables springe ich ab. Wenn ich aber merke, ich bin ein bisschen zu langsam, mir fehlt das Tempo. So wie der Kollege es gerade gezeigt hat, das passt natürlich gut ins Thema, dann kann man, wenn man ihn nicht wegdrücken will, also sich klein machen und vielleicht draufhopsen oder komplett wegdrücken oder wegscrubben, gibt es ja auch für die Könner, dann kann man auf dem Hinterrad den Table upsurfen. Vorher halt der steile Absprung und ja, dann möchte ich euch mal ein paar Tipps für geben. Das habe ich, glaube ich, in keinem Video bisher, vielleicht bis auf Pumptrack, aber sind das nur so kleine Hügel, mal gezeigt. Und ja, deswegen heute ein paar Tipps hier in Willingen. Und wenn ihr beim Bike Festival dabei seid, beim Recon Ride oder beim Enduro Rennen, werdet ihr auf jeden Fall auch die Tables haben und könnt, wenn ihr vorher geübt habt, das anwenden. So, ich habe jetzt mal so einen relativ kleinen Table, aber auch nicht zu klein wie jetzt eine Pumptrack-Welle, ausgewählt, um euch das zu zeigen, weil im Grunde die Manual-Technik, die kennt ihr noch. Wenn ihr eh den Manual startet, dann müsst ihr hier viel Körperimpuls, viel Dynamik reinbringen, euch sehr dynamisch runterwerfen, den Lenker wegschubsen, damit ihr einen Körperschwerpunkt nach hinten bekommt und das Vorderrad in die Luft kommt. Der Unterschied im Gegensatz zum Manual in der Ebene, wo ihr keine Unterstützung habt, um das Vorderrad hochzukriegen, ist natürlich jetzt bei so einem Table, dass der Absprung so hoch geht, und das hilft einem natürlich schon total, wenn das Bike dann hier hochkommt, wenn man etwas abgebremst hat, sich klein macht, dass man dann nicht abspringt, das Vorderrad trotzdem leichter in die Luft geht. Jetzt ist wichtig, dass ihr euren Körperschwerpunkt dann nach hinten verlagert. Ich mache das lieber, dass ich mich klein mache dann, also noch mit gebeugten Knien, und dann hinten bleibe, Ferse muss hängen am vorderen Fuß, und dann kann ich es abrollen. Wenn mein Vorderrad runterkippt, kann ich noch ein bisschen spielen. Wichtig ist, diesen Einstieg zu üben. Das könnt ihr auch in der Böschung zu Hause üben, wenn es ein bisschen hoch geht. Und ja, manche machen sich auch ein bisschen größer, das geht auch. Ich fühle mich aber stabiler und kleiner. Jetzt habt ihr meinen ersten Versuch heute gesehen. Ist auf jeden Fall so ein mittleres Tempo gewesen. Das ist ganz gut, weil wenn ihr nicht wisst, wie sehr der Absprung kickt, also man kann auch quasi auf das Plateau drauf hüpfen und dann im Manual weiterrollen, aber das ist schon sehr, sehr fortgeschritten. Da muss ich auch erstmal üben, um da wieder reinzukommen. Oft ist es so, dass das Hinterrad über die Kante rollt und man die ganze Zeit quasi Bodenkontakt mit dem Hinterrad hat, während man in den Manual geht. Und ja, das ist wieder typisch Manual. Ist natürlich viel Kopfsache, weil ihr ja euren Körper nach hinten werft und unbewusst immer so eine Angst ist, die jetzt nicht direkt denkt, sondern ganz so irgendwo im Hinterkopf, dass man nach hinten fallen könnte. Deswegen macht man auch wieder Step by Step, erstmal an einem flacheren Table, kleineren, und dann steigert man sich. Und natürlich müsst ihr den Manual sicher beherrschen. Wenn ihr sagt, ich schaffe Manual 6, 7 Meter und sehr sicher und fühle mich immer gut dabei, das reicht dann. Aber wenn ihr sagt, ich kippe immer zur Seite, wenn ich das in der Ebene übe, dann dürft ihr natürlich nicht bei der Geschwindigkeit und der Höhe das mal eben versuchen. Weil die Problematik ist, wenn ihr Manual seid und ihr surft über den Table und surft weiter, bis es wieder bergab geht in die Landung des Tables, wenn ihr da das Vorderrad unten habt und ihr macht einen Fehler und euer Vorderrad kippt runter und ihr fallt vielleicht, dann habt ihr eine ziemlich krasse Höhe von da aus. Also das ist nicht so fehlerverzeihend wie ein Manual in der Ebene einfach. Gut, ich zeige euch jetzt nochmal aus verschiedenen Perspektiven, wie ich das mache, und achtet mal darauf, dass ich erstmal klein bleibe und mich nicht sofort aufrichte. Das wäre eine andere Variante. Das müsst ihr einfach ein bisschen selber testen, wo euch wohler fühlt. Liebe Leute, es ist ein Manual-Thema, deswegen kommen auch immer wieder die gleichen Dinge. Der Bremsfinger, der Bremsanker, der muss da sein. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt es völlig übertrieben, das Vorderrad kommt zu hoch und ihr kippt fast nach hinten, könnt ihr die Hinterbremse ziehen. Deswegen muss dieser Bremsanker auch automatisiert sein. Auch wenn ihr euch erschreckt, dass ihr da nicht in eine Schockstarre geratet, sondern wirklich
zack, als Reflex das retten könnt. Ja, dann zeige ich euch das nochmal. Jetzt haben wir den Table hier ein paar Meter lang. Ich mache es meistens so, wenn ich diese Technik nehme, dass ich über das Plateau manuale und dann wieder reinhopse in die Landung. Manche manuale natürlich noch die komplette Landung, aber dann seid ihr sehr fortgeschritten. Dann müsst ihr auch für Instagram einen Clip machen und das posten, dann kriegt ihr viele Likes. Okay. Ne, muss er machen. Sorry. Vielleicht seht ihr jetzt in der Aufnahme mein verschreckter Gesichtsausdruck oder mein Finger. Ich habe gerade ein bisschen übertrieben vom Tempo. Vielleicht hat es auch gepasst, aber irgendwie kam mein Finger und ich habe es abgebrochen. Safety first, dann machen wir jetzt nochmal einen sauberen. Liebe Leute, natürlich, ihr müsst es machen, machen, machen. Es reicht oft, wenn ihr irgendwo in der Straße oder so eine kleine Böschung habt und dann ist eine Ebene. Dann könnt ihr das super üben, bevor ihr das an größeren Tables probiert. Yes! Komm, lass mir das. Liebe Leute, das waren Tipps für das Upsurfen von Tables, also mit einem Manual über das Plateau. Wer dann will, noch weiter, das ist dann schon sehr fortgeschritten. Ihr müsst euch rantasten, ihr müsst es tun. Ihr könnt euch noch so viele Videos angucken. Natürlich müssen die Manual Basics da sein. Und wenn ihr vielleicht zu Hause einen Blick habt, ist irgendwo eine Wiese, wo es erstmal so ein bisschen hoch geht, wie bei einem Table, und dann ist eine Fläche, dann übt ihr das erstmal da, bevor ihr direkt im Bikepark an höhere Tables geht. Okay, cut. Macht es Step by Step. Fühlt euch wohl dabei, seid sicher mit dem Finger, dem Rettungsfinger an der hinteren Bremse, weil es ist High Consequence, ihr habt mehr Tempo, es ist mehr Fallhöhe. Ihr seht hier, wenn man das ganze Ding upsurft und man hat noch nicht so die Erfahrung mit Manuals und man kriegt diesen toten Matrosen, Dead Sailor, sagen die Amis, dann hängt man irgendwie schräg und dann hat man natürlich direkt das nächste Video für MTB Fail auf YouTube oder Facebook, und das wollt ihr natürlich nicht und ihr wollt gesund bleiben, deswegen tastet euch ran, der Move macht echt viel Spaß. Und zeigt auch, guck mal hier, ich habe Skills, wenn man das im Bikepark mal zeigen will. Aber man sollte sich warm machen und ja, dann das Upsurfen genießen. Wir sehen uns beim Bike Festival. Enduro-Rennen verlinke ich euch mal unten. Das wird spannend mit deutscher Meisterschaft. Der Recon Ride, der auch hier am Ettelsberg ist von Ghost, wo jeder mit jeder Art von Bike mitmachen kann. E-Mountainbike Challenge für die, die motorisiert sind. Und ich würde mich freuen, euch da zu sehen. Bis dann.